Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, wenn meine Cam heute ein bisschen anders ist. Ja, heute werde ich euch mal etwas zeigen, wie die Arbeitsweisen vom Arbeitsamt sind. Denn es sind ja einige der Meinung, dass ich ja der Auffassung bin, ich müsste jetzt eine Luxusbude haben und was weiß ich nicht alles. Ja, ich möchte das jetzt hier nochmal aufklären. Und da werde ich auch gleich noch was zu dem Kommentar noch was zu sagen, was in dem letzten Video aufgetaucht ist. Und das sage ich jetzt grundlegend. Ich werde jetzt einfach nur was vorlegen, damit ihr das einfach mal selber seht. Ja? So, das ist das, was von Arbeitsamt Celle kommt. Ja? Aufgrund dessen, weil ich ja hier in Walsrode bin, ist es halt so, sind die auch für mich in Celle größtenteils zuständig. Und die Außenstelle in Walsrode wäre das. So, nur mal zur Aufklärung. Erstmal möchte ich mal dazu noch mal sagen. Ja, die sind der Meinung, dass ich ja nach wie vor weniger als 3 Stunden arbeiten könnte, ja, unter wöchentlich unter 15 Stunden leistungsfähig. So, leider sehen das andere ganz, ganz anders, wenn ich mitunter 24/7 Videos mache, das habe ich nämlich auch schon geschafft, 24/7 konstant, ausdauernd Videos zu produzieren. So, ohne zu schlafen und das über 6 Wochen lang. Das ist kein Scheiß. Ne, ging ja so weit, dass ich, wie ich zu Edeka damals wie mit Fahrrad gefahren bin zum Edeka, bin ich mehr oder weniger bei heißen Temperaturen durch Schlafmangel fast zusammengebrochen auf dem Edeka, also auf dem Wietzer Edeka-Parkplatz. So viel dazu, ich würde das nicht packen. So, ich habe meinen Kopf in dem Punkt richtig gefestet, damit er mal wieder funktioniert. Zu dem Dato war das so. So, das möchte ich jetzt hier ganz klar sagen. Und, ich finde das ziemlich spärlich und vage gesagt, Saarland, für deine Aussage. Ich weiß, ich soll mich davon nicht gekränkt fühlen und pipapo. Sorry, wenn du, ich finde, dein Kommentar passt in dem Sinne nicht so wirklich da rein. Ich habe ihn trotzdem zugelassen, weil ich halt sage, ich bin kein Arschloch. Ich kann auch noch ganz anders werden. Mal davon abgesehen, denn heute bin ich nämlich mittlerweile nämlich Gold. Das haben einige schon mitgekriegt, schon alleine die Leute aus den Kontakten her, die mich noch vor gut 10 Jahren und länger schon gekannt haben. So durch den Wandel und mit dem Testosteron ist das alles anders geworden und kann man auch nicht mehr in dem Sinne bewerten. Ihr seht es, das ist nichts gelogen, das ist wirklich so. Und die gehen davon, und das ist im Übrigen ein Bericht, eine Beurteilung aus dem Jahr, also beziehungsweise 26.08.21. Ich möchte damit nur auch auf einer Weise zeigen, was Arbeitsamt technisch mitunter für einen Schmuh treibt, um Geld zu sparen. So, das ist keine hausgemachte Scheiße, ist das. Ich habe auch Leute in der Community, die kriegen Bürgergeld. Aus dem Punkt, weil sie darauf warten, auch mal ihre Umschulung machen zu können, beispielsweise zum Gärtner. So, andere wiederum kriegen Krankengeld und dürfen nicht arbeiten und können es auch gar nicht. Ne? Also man muss wirklich Unterschiede machen. Das möchte ich hier jetzt auch noch mal ganz klar by the way sagen. So. Und mir geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass es eine super geile Wohnung ist oder sonstiges. Ich meine hier auch teils mit Bruchbude. Denn einige kriegen auch mit, dass ich hier auch eine Bambusleitung habe. Dadurch geschuldet, dass meine Internetleitung defekt ist und der Vermieter sich nicht drum kümmert. Das ist nochmal der nächste Punkt. Ne? Das muss man einfach sagen. Geradezu Leistungsempfänger des SGB 12 wird allzu gerne immer wieder gerne Schmuh getrieben. Das sieht man immer wieder. So, beispielsweise kann ich dazu nur sagen, mein Vater arbeitet als Hausarbeiter in der Bundesagentur für Arbeit und hat mitunter Dinge gesehen, da träumt er nachts von, was er mitunter da gesehen hat. Ganz ehrlich. Und das sieht er da mitunter tagtäglich, dass die mitunter den ganzen Tag auch beispielsweise Kaffee saufen. Ja? Und keine Anträge ausfüllen oder bearbeiten. Oder mal dafür Sorge tragen, dass die Leute, die wieder halbwegs fit sind, wieder in die Arbeitswelt auch mal wieder integriert werden, eine neue Chance bekommen. So, aber es kostet ja zu viel Geld und deswegen machen die das nämlich nicht, weil alle nämlich auf Einsparungen nämlich aus ist.
Denn diese Beurteilung, wenn man nämlich auf das Datum nämlich guckt, das war am 5.7.2024, wie ich das gekriegt habe. So, ganz großer Schmuh, ganz großer Bock, den die ziehen. Und ich weiß nicht, Saarland, was dein Kommentar sollte. Ne, jetzt siehst du es mal mit eigenen Augen, was das ist. Du kannst dich jetzt gerne wieder über die Grünen und überhaupt über die ganzen Ampelregierung aufregen und ständig dich irgendwie drüber aufregen. Ich möchte dir noch mal ganz klar sagen, Saarland, du machst deine Lebensqualität dadurch auch nicht dir selber besser. Nö, du machst es dir selber schwerer, indem du dich über so eine Scheiße aufregst. Was regst du dich darüber noch auf? Jetzt mal im Ernst. Es ändert sich nichts, es wird auch nicht besser. Und du liegst immer mit einem Herzklabaster in deiner Wohnung, wenn nicht sogar mit einem Herzinfarkt. Weil du dich über so eine Scheiße aufregst. Über Dinge, die ich selber im Prinzip als Proband nicht ändern kann. So, da kann ich echt nur eins machen und sagen, hier, ich gehe zum Anwalt. So, das kostet wieder dem Steuerzahler Geld. Oder ich warte, bis das alles nächstes Jahr geändert wurde. Das möchte ich jetzt hier auch nämlich auch sagen. Die ICD-Codes, auch für die psychischen Erkrankungen und was, das wird voneinander nämlich getrennt und abgeändert. Ne? Denn das wird ja alles neu gemacht. So, und ich finde das sehr, sehr einfach gesagt und daher geredet, von wegen Luxusbude und man möchte ja, dass alles bezahlt wird. Ich verlese jetzt hier gleich nochmal den Kommentar hier und das auch nur schnittweise. Ich habe auch gedacht, das darf nicht wahr sein, dass sich darüber hinaus darüber aufgeregt wird. Aber dass da nicht genauer geguckt wird in der Hinsicht, das ist ja auch so ein Punkt, Saarland. Du scherst alle über einen Kamm und schaust dir die Situation nicht richtig an. Und deswegen ist das nämlich so. Du regst dich in einer Tour über Dinge auf, die ich selber nicht abstellen kann. Ich habe keinen Einfluss darauf, was die Bundesregierung macht, was sie entscheidet oder was auch immer. So, und ich möchte, dass du das jetzt auch mal begreifst, dass es Dinge gibt. Da kannst du dich aufregen, wie du willst, weil es bringt dich nicht weiter. Und es hilft auch den Leuten nicht weiter, die letztlich in dieser Misere hängen. So, bei mir ist das Problem seit über 10 Jahren. Seit 2011, seit meinem 19. Lebensjahr, habe ich das Problem, da wieder rauszukommen. Ne? So, du sagst, wir zahlen Steuern von denen die Allgemeinheit profitiert. Die einzigen, die wirklich auch gefickt werden, sind die Leute, die arbeiten gehen und gewiss nicht die Leute, die Geld vom Steuerzahler beziehen und sich dann noch beschweren, dass die Steuerzahler nicht eine Villa zahlen. So, jetzt pass mal auf. Es geht nicht um Villa oder sonstiges. Mir geht es einfach darum, letztlich, dass ich offenerweise aus dieser Situation auch erstmal nicht rauskomme, mir die Situation nicht ausgesucht habe. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen, wer das letztlich für mich entschieden hat. Denn zu dem Datum war das nämlich eine Betreuerin, die für mich zuständig war und alle Bereiche für mich belegt hat und die auch versorgt hat, weil ich zu dem Datum nicht in der Lage war, aufgrund dessen meiner Umstände und meiner gesundheitlichen Umstände. Das möchte ich jetzt hier auch noch mal kurz anbei erwähnen. Aber du weißt ja über alles Bescheid, ne? So, dass ich letztlich bei Minusgraden heizen muss hier, brauche ich dir wohl nicht zu sagen. Weil sonst dem Vermieter, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, noch viel mehr Kosten kommen. Und die kann er auch sehr wohl auf den Mieter irgendwo auch abwälzen. Tatsächlich. Ne? Geradezu, wenn das auch Schäden sind, die von dem Mieter auch verursacht worden sind. Und das nachweislich. Sei es irgendwie Rohrschäden, Wasserrohrbruch, weil nämlich nicht ordnungsgemäß geheizt worden ist. Und das kann mir alles in Rechnung gestellt werden. Nochmal by the way gesagt. Und für jemanden, der kein Geld hat, der vom Minimum lebt, sage ich jetzt mal, sein eigenes Geld nicht verdienen kann durch so ein Schriftstück, was jetzt hier gerade links neben mir ist, weiß ich nicht, was dir dazu einfällt, so eine Aussage zu treffen. Du findest es dreist?
dass ich so leben muss, ja, dann beschwer dich bitte bei der Ampelregierung. Die haben nämlich alle Arbeitsämter nämlich dazu angehalten, Einsparungen zu machen. Deswegen werden auch sämtliche Umschulungen dreimal überlegt, bevor die bewilligt und bezahlt werden. So, dreimal werden die mitunter überprüft, bevor die bezahlt werden. So. Warum? Weil der Staat kein Geld mehr hat. Weil der Staat das Geld nämlich im Endeffekt falsch investiert, das kann man nämlich nicht anders sagen, falsch investiert und nicht nur falsch investiert, ne? Auch falsch haushaltet, Geld in alle Welt schickt, so, und dann haben wir nämlich so ein Kram, nämlich hier, wie halt diesen Wisch jetzt hier im Bild. Das kommt dabei raus, wenn man dann noch, wenn wir als Land uns noch mit einem Kinderbuchautor auseinandersetzen müssen, der unser Wirtschaftsminister sein will. So, ich weiß nicht, warum man da den Kopf verdrehen muss, Saarland. Höre auf damit. Siehe der Wahrheit ins Auge. So, dass der Staat dich ausbeutet wie alle anderen Arbeitnehmer, brauchen wir hier gar nicht zu diskutieren. Das wissen wir alle. Und das ist auch der Grund, warum viele auch nicht mehr arbeiten. Warum beispielsweise mein Kumpel, ne, Hans Bock, auch ein Abonnent hier, der arbeitet im Übrigen in einer Autowaschanlage. So, er kann sich den Scheiß nämlich auch geben. Ne, dass er nämlich nicht wirklich voll bestückt ist mit Mitarbeitern. Glaubt mal ja nicht, dass er alleine das Problem hat. Das haben viele, viele andere Arbeitgeber auch. Und darum dürfen nämlich auch dürfen nämlich auch sind auch verdammt viele Arbeitnehmer, muss ich noch mal dazu sagen, nämlich total überlastet und überarbeitet, weil die nämlich über 10 Stunden abrocken müssen, weil sie nämlich das nämlich wieder aufholen müssen, was sie vielleicht mit mehr Mitarbeitern erreicht oder geschafft hätten in der Arbeitszeit, aber nicht möglich ist, weil viele nämlich sagen, oh, ist doch bequemer mit Bürgergeld, denn dann brauche ich nicht arbeiten, ich kriege dann genauso viel, als wenn ich arbeiten würde. Wozu dann noch arbeiten? Denn das Bürgergeld, das ist ja mehr als ausreichend. So sieht's nämlich aus. Ich kriege ja da alles bezahlt. Wohnung kriege ich bezahlt. Ich brauche meinen Hintern nicht bewegen. Kann mir die Nüsse platt sitzen. Ist doch total toll und bequem. Hab noch einen warmen Arsch. Also was will ich mehr? So. So sieht das nämlich aus. Und deswegen hissen nämlich auch so viele Arbeitnehmer mitunter die Segel. Und wollen einfach nicht mehr arbeiten. Und deswegen haben sie nämlich jetzt auch im Übrigen, was das Bürgergeld angeht, wer Bürgergeld nämlich auch bezieht, nämlich auch die Dinge wieder eingeführt, dass es wieder sogenannte Sanktionen gibt, dass es halt auch wieder in der Hinsicht wieder Kürzungen gibt, wenn man nämlich sämtliche Arbeitsangebote ausschlägt und die Fahrtzeit von der Arbeit und nach Hause, und also zur Arbeit von 3 Stunden und zurück, wiederum 3 Stunden, als es unzumutbar hält und deswegen eine Arbeit ausschlägt, dann werden auch dann demjenigen die Kürzungen, nämlich gibt es nämlich für denjenigen nämlich auch Kürzungen. So, weil gesagt wird, selbst 3 Stunden Arbeitsfahrt, Hinfahrt zur Arbeit ist zumutbar. So. Weil sie nämlich nicht, weil sie da schon versuchen gegenzuwirken. Dass das weniger wird, dass weniger Leute sagen, ja, ich kriege ja Bürgergeld mehr, ich brauche meinen Hintern nicht bewegen. Ach, und wenn die wieder mit Arbeitsangeboten kommen, dann lehne ich die ab, weil es gibt ja eh keine Kürzungen. So, das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Es gibt Unterschiede. So, hör einfach auf, Saarland, alles über einen Kamm zu scheren. Und zu sagen, dass jeder im Prinzipiellen so sind. Denn das ist das, was du in deinem Kommentar wieder reingedroppt hast. Ich verurteile deine Meinung nicht. Aber was ich verurteile, ist, dass du versuchst, wieder mal alle gleichzustellen. Und das kannst du nicht. Weil viele sind krank, haben eine Beeinträchtigung, sei es eine geistige Behinderung, warum gewisse Dinge sie nicht können, warum sie zum Beispiel, bei Außenstellen arbeiten für ein kleineres Entgelt, für jeden Monat, das möchte ich jetzt hier auch noch erwähnen, wenn man nämlich ein behinderter Mensch ist, nämlich von einem gewissen prozentualen Schwerbehindertengrad von 50%, nämlich, dann hat man auch eine Art des Kündigungsschutzes. Auch einer der Punkte, warum ich mich nicht bewerben kann, weil wenn ich mich bewerben würde,
Ich werde nicht grundlegend nicht angenommen und ich kriege grundlegend keine Chance, weil mein Lebenslauf, und das muss ich aber dazu sagen, leer ist. Der ist leer. Im Prinzip ist da nur ein Blanko und da ist nur der Verlauf, wie mein schulischer Werdegang war. Mehr auch nicht. So. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass meine alte Betreuerin, Caritasverein genannt, ne? Aus dem Landkreis Celle nämlich, meine to ganz tolle alte Betreuerin, meine erste Betreuerin, Gitta Fricke, das für mich entschieden hat. Sie hat für mich diverse Dinge entschieden. Dass ich nicht arbeitsfähig in dem Sinne war zu dem Zeitpunkt 2011 mit 19 Jahren und sie die Chance nicht mehr gesehen hat, dass ich hier arbeiten würde. So, dass ich mich jemals wieder ändern würde oder weiter wachsen würde, wie auch immer. Es hat ja zu dem Dato keiner an meine Person geglaubt. Keiner. Nicht mal meine Familie. Selbst meine Familie hat mich dafür abgestoßen, dafür, dass ich mir helfen lasse. So, dafür, dass ich mir helfen lasse. So, das darf man gar keinem erzählen. Und du kommst mir mit so einem Kommentar, Saarland. So, ganz ehrlich. Mag ja sein, dass du ein buntes Leben hattest, wunderschönes Leben hattest und nicht so ein Kackleben hast wie andere, dann sei froh. Aber ganz ehrlich, aber es rechtfertigt trotzdem nicht deinen Kommentar. Und es rechtfertigt auch nicht, über andere zu urteilen, wenn du es nicht weißt. So, das ist der Bericht vom Arbeitsamt und darauf beruhen die sich seit über 10 Jahren jetzt. Im Prinzipiellen. Seit 21 der aktuelle Stand ist die sozialmedizinische Beurteilung. So, und da kann ich so akut nichts gegen machen. Höchstens mit einem Anwalt, was wieder Steuergeldern kosten würden. Hier dem Steuerzahler, wollte ich sagen, kosten würde. Wo du dich im Übrigen aufregen tust. Warum ich mittlerweile noch nicht mal mehr einen Anwalt in Anspruch nehme. Aber stimmt. Ihr wisst ja alle immer da draußen mal alles über ein Bescheid. Ihr wisst ja immer über alles und jeden Bescheid und könnt es ja perfekt beurteilen. Vielleicht mal das nächste Mal sich über die Dinge richtig informieren, bevor man die Fresse aufmacht. So. Und ich weiß, dass du dich darüber aufregst, wegen dem ganzen Steuerkram und was du da alles abdrücken musst und was. Ganz ehrlich, eigentlich bist du nicht verheiratet oder was? Weil wenn du eigentlich verheiratet bist, hast du gar nicht noch Vergünstigung. Weiß ich nicht, worüber du dich aufregst. Ne? Ein Single muss wesentlich mehr abdrücken. Wesentlich mehr ansteuern. So, weiß ich nicht. Ich verstehe dich nicht, Saarland. Wenn du dich aufregen willst, dann geh zum Bundestag und mach eine Demo. Nimm einige Leute mit und mach eine Demo. Wenn dich das so ankotzt, aber such nicht bei anderen Leuten den Fehler, wenn es nachweislich anders ist. Denn hier liegt bei mir nämlich laut und das immer noch eine Funktionseinschränkung bei. So folglich ist das nämlich auch organisch mitunter verursacht in meinem Gehirn. So, und ich kann nichts dafür. Willst du mich jetzt deswegen abschlachten, damit weniger Steuergelder gezahlt werden müssen? Ganz ehrlich. Und ich weiß, dass du mich damit auch nicht kränken wolltest und du kränkst mich damit nicht, aber du kränkst damit andere Leute mit so einer Aussage. Geradezu Leute, die darauf angewiesen sind. Geradezu Leute, die mitunter auf Krankengeld zurzeit auch leben müssen, weil aufgrund der Sachlage diverse psychischen Erkrankungen kriegen, Burnout und etc. pp., weil die sich des Todes abrocken, weil Leute mal wieder meinen und das mehr als genug. Nämlich das Handtuch schmeißen und sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil ich kriege ja von Bürgergeld mehr als das, was ich auf Arbeit verdiene. So, mein Kumpel, der in der Waschanlage arbeitet, der findet das genauso beschisst. Der findet das auch nicht cool, sowas, Saarland. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Keiner findet das cool. Aber, und da kommt der große Punkt, aber, er arbeitet trotzdem. Und drückt seine Arschbacken zusammen und geht trotzdem arbeiten. So, weil er das auch muss. Und darauf auch angewiesen ist, sein Brot jeden Monat zu verdienen.
Weil man bei ihm genauso gesehen hat, dass er, wie er was beantragt hat, nichts bekommen hat. So, im Prinzip wartet er bis heute noch drauf und es ist nichts gekommen. So, das heißt, die haben den Antrag genommen und in den Schredder gehauen. Wie immer. So, Zelle ist dafür mitunter bekannt, Anträge nämlich zu nehmen und in den Schredder zu packen. So, weiß ich nicht. Ne, finde den Fehler. Ne? Aber es sind ja immer die Faulen unterwegs in deinen Augen, ne? Es sind ja immer alle faul. Es sind ja alle faul, es haben alle keinen Bock. Das kannst du nicht sagen. Oh. Und das ist jetzt ein allgemeines Video jetzt auch für alle, damit das auch nicht mehr gesagt werden kann, weil ich einfach es nicht mehr sehe, dass so eine Aussagen gedroppt werden, ohne mal wirklich den Hintergrund zu wissen. Denn es ist ein meilenweiter Unterschied, ob sich das jemand aussucht und sagt, ich bleib jetzt mit dem Arsch zu Hause, kündige und lass mir Bürgergeld auszahlen jeden Monat. Oder ich bin jemand, der auf einer Weise durch eine Stellungnahme im Prinzip festgehalten wird, wie es in meinem Fall ist. Die haben nämlich keinen Bock mehr, irgendwas zu zahlen. Und deswegen ist das nämlich so. Ne? Ich bräuchte nämlich im Prinzip eine theoriereduzierte Ausbildung. Weil ich eine Lernbehinderung habe. Deswegen war ich auf einer Schule mit dem Schwerpunkt Lernen. Ne, das ist eine Sonderschule gewesen, mit dem Schwerpunkt Lernen gewesen. Und jeder, der sowas im Prinzip auch, diese Schule, Art von Schule auch besucht hat, weiß, was ich meine. Ne, man kann nicht so schnell wie andere. Man möchte, aber es geht nicht, weil es vom Kognitiven, vom Kopf her nicht funktioniert. So. Und alles, was auch im Kopf gesteuert wird, das möchte ich auch nochmal hier dabei sagen, da hat man keinen Einfluss, zumindest auf gewisse Dinge, weil das auch kognitiv ist und auch von der Gehirnfunktion ist. Und wenn die Gehirnfunktion das einfach nicht packt und es nicht möglich machen kann, dass man vielleicht schneller lernen könnte, weil beispielsweise mit unter anderem vielleicht ein Defekt im Gehirn ist, dann kann man da nicht mehr viel machen, weil das sind auch Schäden, die irreversibel sind. Das heißt, das ist irreparabel. Das sind Dinge, die habe ich für mein ganzes Leben. Und so verhält sich das leider auch mit geistig behinderten Menschen, die im Prinzip das ähnliche Problem haben. Die haben für ihr Leben lang damit zu kämpfen. So, und nicht nur zu kämpfen, die haben damit auch ihr Tun. So, und wer dafür kein Verständnis hat, sorry, ist auch völlig falsch in dieser Gesellschaft. Einfach mal tolerant sein, weniger beurteilen und vielleicht auch mal gucken, was dahinter steckt, bevor man irgendwelche Aussagen droppt.